wenn man jetzt hier startet als Immobilienmakler, dann ist ja auch ein wichtiger Step, das betonst du ja auch mal wieder, auch in die Sichtbarkeit zu gehen. Und davor scheuen sich viele, dass viele Makler oder generell Unternehmer sich gar nicht bewusst sind, dass sie coole Typen sind, dass sie schon voll viel erreicht haben und deswegen vielleicht also sich selber kleinreden und diesen Step gar nicht fragen. Also das Ding ist, da musst du einfach verdammte Acke durch. Und die nächste Immolution Podcast Folge heute wieder mit dem Payvan. Ich muss es doch ein bisschen hier rüber tun, so, sonst kann ich dich nicht sehen, richtig? Deine tollen braunen Augen nicht erkennen. Also Payvan Shelgan wieder heute hier am Start in the house. Erzähl, was willst du wissen? Genau, heute wollen wir ein bisschen über das Thema sprechen. Wenn man jetzt hier startet als Immobilienmakler, dann ist ja auch ein wichtiger Step, das betonst du ja auch immer wieder, auch in die Sichtbarkeit zu gehen. Und davor scheuen sich viele. Da gibt es verschiedene Punkte, wo das zutrifft. Jetzt zum Beispiel, ob es Plakatwerbung ist oder auf Events gehen, auch Social-Media-Auftritte. Das alles gehört ja dazu, wie man das am besten handhabt als Makler, gerade zum Einstieg. Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage mit vielen Hintergründen. Wir nehmen das mal ein bisschen auseinander. Also der erste Punkt ist einfach erstmal, was ist überhaupt Marketing? Ja? Marketing ist vor allen Dingen Verbreitung. Verbreitung in der Öffentlichkeit meiner eigenen Dienstleistung, also dessen, was ich tue. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, was viele ja überlegen, wie kriege ich denn so ein USP hin? Was ist ein USP? Unique Selling Proposition, also man könnte auch sagen, so, was ist der Unterschied, der den Unterschied ausmacht? Was ist der einzigartige Verkaufsvorteil oder was unterscheidet mich von anderen? Da wir bei Immobilienmaklern sehr vergleichbar sind, vergleichbar von der Leistung her, zumindest in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung, ist natürlich, was ist denn das, was unique ist? Was ist das, was einzigartig ist? Es ist immer die Person. Einerseits und andererseits die Arbeitsweise. Also das sind ja die zwei Unterscheidungsmerkmale. Der eine arbeitet so, der andere arbeitet so. Aber äußerlich gesehen ist jeder Makler anders. Und das ist natürlich genial, weil wenn ich jetzt eine besondere Art und Weise habe, wie ich mich darstelle, wie ich mich präsentiere, dann kann ja der Außenstehende, also der Kunde, der zukünftige Kunde, der Interessent, entscheiden, ob er mich sympathisch findet oder nicht. Das ist schon mal das Wesentliche. Das heißt, dass die Person ein wesentlicher Brandfaktor, also Markenvorteil oder überhaupt ein Bestandteil der Marke ist. Ob die Person das jetzt wahrhaben will oder nicht, ist im Prinzip völlig wurscht. Ob sie es macht oder nicht, ist vollkommen wurscht. Also natürlich ist nicht wurscht, ob sie es macht oder nicht. Nur das Ding ist, es passiert ja permanent, weil du gehst ja zu einem Kunden, führst ein Gespräch und der Kunde entscheidet ja, ob er das cool findet, was ich zu sagen habe oder nicht. Das ganze Leben ist ein Casting. Der Kunde castet den Makler. Ob dem Makler das bewusst ist oder nicht, spielt überhaupt keine Geige. Er tut es so oder so. Muss man mal drüber nachdenken. Mhm. Er tut es so oder so. Du gehst essen auf ein Date. Was macht die Person? Sie entscheidet. Finde ich den cool oder finde ich den nicht cool? Ob er das will oder nicht, die Person tut es. Sie wird in irgendeiner Weise einschätzen, ob ich ein zweites Date will oder nicht. Ganz einfach. Auch das ist wieder sehr basic orientiert, eine ganz klare Sache. Das tue ich mit der Tankstelle, die ich auswähle, wo ich tanken gehe. Das tue ich mit dem Restaurant, wo ich essen gehe, wo ich meine Brötchen kaufe, wo ich einkaufen gehe. Mache ich genau dasselbe. Sympathiefaktor, kriege ich das bei der Tankstelle, was ich möchte, was kostet der Sprit. Der eine ist eher sachlich orientiert, der andere ist eher emotional. Die rote Farbe gefällt mir besser als die gelbe, die blaue finde ich cooler als die grüne, was auch immer da die Entscheidungskriterien sind, die jeder Einzelne hat.
Aber so läuft nun mal das Leben. Ganz einfach. So. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil der Sache ist, was habe ich jetzt damit zu tun? Also warum habe ich jetzt Angst? Warum habe ich jetzt Berührungsängste, sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen oder nicht? Und in den meisten Fällen gibt es einen Grund dafür. Ablehnung. Angst vor Ablehnung. Aber die Ablehnung, die kriege ich doch so auch. Also ob ich jetzt beim Kunden sitze und der sagt nachher, ach nee, wir haben uns für einen anderen Makler entschieden. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Was ist bitte der Unterschied? Ist es die Wahrheit oder nicht? Und hier sind wir bei einem ganz entscheidenden Thema im Leben, ist, wenn du selber nicht bereit bist, und ich sage das, wie es ist, wenn du nicht bereit bist, das, was dir im Leben passiert, erleben, anschauen, konfrontieren zu können, ja, da hast du echt ein krasses Problem. Weil serviert kriegst du so oder so. Ob du jetzt willst oder nicht. Also die Ablehnung, zu sagen, ja, natürlich kann ich abgelehnt werden. Ja, natürlich kann irgendeinem das da draußen nicht gefallen. Wenn du aber jetzt selber auf dieser Welle funkst, von allen gemocht zu werden, hast du ja nicht nur beim Marketing ein Problem. Dann hast du im ganzen Leben ein Problem. Weil das wird nie funktionieren. Das ist so Banane, also wirklich Banane, weil es einfach ein Ding ist, was nicht funktionieren kann, dass alle dich mögen. Weil irgendeiner wird immer da sein, der sagt, ja, der ist aber doof, oder was der aber jetzt sagt, das kann ich aber überhaupt nicht so sehen, oder da, also da stimme ich aber überhaupt nicht zu. Was auch immer das ist, ist vollkommen wurscht. Also hör erstmal auf, da an das Märchen zu glauben, dass alle Menschen dich im Leben mögen müssen. Oder sollen. Oder dass du den Wunsch hast. Das ist das falsche Ziel. Das ist das falsche Ziel. Was wäre das richtige Ziel? Das richtige Ziel ist, zu sagen, okay, was will ich denn überhaupt mit meinem Business erreichen? Und wie erreiche ich dieses Ziel? Und ein oder mehrere Schritte, sagen wir mal Umsatzziel, sagen wir mal 1 Million oder 2 oder 3 oder 500.000, ist das Ziel und du willst Mitarbeiter aufbauen, du möchtest eine gewisse Bekanntheit haben, du möchtest Aufträge von alleine generieren, dass jeden Tag bei dir Leute im Büro anrufen. Ja, sagen wir mal, das wäre jetzt so die Nummer. Dann ist es vollkommen logisch, dass du bestimmte Maßnahmen umsetzen musst, um dahin zu kommen. Also sagen wir mal zum Beispiel, du musst anfangen, Tippgeber zu generieren, ein paar Multiplikatoren, vielleicht auch Flyer, Printmedien. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, Flyer funktioniert nicht. Quatsch, stimmt nicht, funktioniert. Du musst nur wissen, oder du weißt noch nicht wie. Okay? Und natürlich viele andere Marketingmaßnahmen. Vielleicht auch Online-Marketing irgendwann mal, wenn du genug Geld verdienst. So, und was willst du jetzt da machen? Willst du jetzt da nur Prospektchen zeigen? Oder willst du jetzt da, was ist jetzt das Ding? Was unterscheidet dich jetzt von anderen? Also du kannst natürlich Leads kaufen. Na gut, aber dann bist du immer in Konkurrenz mit anderen Maklern, die auch den gleichen Lead gekauft haben. Hä? Was stimmt jetzt hier an dieser Berechnung nicht? Da läufst du doch in die gleiche Sache rein. Ne? Du läufst in das gleiche Thema rein. Die Idee, die schlau ist, ist eben schon Menschen von dir zu begeistern, die noch final gar nicht entschieden haben, eine Immobilie zu verkaufen. Die latent drüber nachdenken, aber die schon so im Hunting unterwegs sind, die schon drüber nachdenken, Mensch, wer könnte denn mal ein cooler Makler sein? Und am Ende des Tages ist es eine ganz einfache Sache. Wenn der Interessent, wenn der Verkäufer entscheidet, seine Immobilie zu verkaufen, musst du in den Köpfen der Leute sein. Genau in diesem Magic Moment. Wenn er sagt, Erna oder Peter oder Udo, jetzt machen wir das. Und jetzt rufen wir den Payvan an. Oder jetzt rufen wir den Heinzchen an. Ja, jetzt rufen wir den an. Verstehst du? Ja. Das ist der Moment. Und wenn der da jemand anders im Kopf hat, weil der jetzt einen Flyer gemacht hat, wo er mit seinem Gesicht drauf ist
Und jetzt sagt Erna, guck mal, das ist aber ein netter Kerl. Guck dir mal von diesem Chelgard diese schönen braunen Augen an. Und der hat so ein nettes, sympathisches Lächeln. Und das ist doch mal ein toller Typ. Komm, den rufen wir mal an. Ja. Und der andere hat sich, der sitzt jetzt zu Hause und macht sich in die Hose, sich zu zeigen. Also das Ding ist, da musst du einfach verdammte Acke durch. Da musst du einfach durch. Okay, das mal die Feststellung Nummer eins. So, was kommt denn noch dazu? Ist auch hier wieder so eine Sache mit dem Selbstvertrauen, dem Selbstbewusstsein. Bist du ein cooler Makler oder eine coole Maklerin? Ja oder nein? Kannst du dein Geschäft? Beherrschst du das? Bist du drauf? Bist du drauf oder bist du nicht drauf? Weißt du genau, was du tust? Dann sag mir doch mal einen Grund, warum du das nicht nach draußen schreien solltest. Also warum du das nicht in die Öffentlichkeit gibst. Warum du nicht heiß darauf bist, dass mehr Leute davon erfahren, wie gut du bist. Ich glaube, da ist auch ein Punkt, dass viele Makler oder generell Unternehmer sich gar nicht bewusst sind, dass sie coole Typen sind, dass sie schon voll viel erreicht haben und deswegen vielleicht also sich selber kleinreden und diesen Step gar nicht wagen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt. Absolut, absolut, ganz klar. Sich selber begrenzen, sich selber klein machen, Angst davor haben, zu wachsen, größer zu werden, auf jeden Fall. Umgekehrt ist es ja genauso, wenn du zum Beispiel nichts kannst, Nix-Könner bist, gibt es ja auch ein paar in der Branche, die unheimlich trommeln, die unheimlich rühren, gibt es auch in der Coaching-Szene, genauso gibt es ja überall Leute, die trommeln, bis der Arzt kommt, wo es heißt, Marketing ist wichtiger als Leistung, um bekannt zu werden. Ja, definitiv. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber die Leistung offenbart die Wahrheit. Also wenn du eine Pfeife bist, kommt es spätestens dann raus. Ja, und ich beobachte das tatsächlich sehr, sehr häufig, dass bekannte Immobilienmaklerfirmen eine sehr, sehr gute Brand haben. Also wirklich, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, liefern aber trotzdem einen Haufen Bullshit. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das will ich damit sagen. Ne? Also es hat nichts damit zu tun, wenn du gutes Marketing machst, heißt das noch lange nicht, dass du auch eine gute Leistung bringst und umgekehrt. Du kannst die beste Leistung bringen und das ist so zum Beispiel die Makler, die sagen, hey, ich lebe auf Empfehlungen. Super, ich finde das toll, weil das zeigt, dass man was gut macht. Auf jeden Fall. Es ist halt nur instabil. Es ist halt gefährlich auch, ne, weil man sich darauf verlässt und nur darauf verlässt. Also gerade der, der gut ist und der viel Erfolg durch Empfehlungen hat, gerade der sollte ja einen Teil seines Geldes reinvestieren in mehr Marketing. Weil es braucht ja nicht die Spinner da draußen, ne, es braucht ja nicht die Spinner da draußen, die meinen, Marketing, viele Kunden spüle ich in meine Firma rein, aber dann keinen coolen Scheiß machen. Das ist nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen beides. Also die guten Makler, die sozusagen im Underground einfach schon cooles Geschäft machen, dass die mutiger werden, damit da draußen auch bekannt wird, wie gut die guten Makler sind. Ja, und nicht die schlechten, die wirklich nicht keinen guten Job machen, die aber verstanden haben, ich muss cooles Marketing machen, damit ich immer genug Kunden habe. Ja. Das ist so das Ding. Und es ist tatsächlich so ein Stück weit so, dass die wirklich, die gut sind, so ein bisschen die Einstellung auch haben, ich habe es ja nicht nötig oder ich brauche es ja eigentlich gar nicht. Und das ist schade. Sehr schade. Also brauchen wir eigentlich noch mehr Makler mit Wow-Faktor. Absolut, ja, ja, definitiv, das sowieso. Wir brauchen mehr Makler mit Wow-Faktor. Und ich meine mit Wow-Faktor eben nicht der Wow-Faktor in der Werbung, paar coole Videos und so weiter, sondern das Ganze muss ja zusammenpassen zu der letztendlichen Dienstleistung. Ja. Das muss einfach passen. Ja? Und das ist ein wichtiger Punkt, dass Leute, die wirklich gut sind, häufig den Fehlglauben haben, oder das ist ein falsches Denken, dass sie genau das nicht nötig haben. Das hat aber mit nötig haben nichts zu tun, sondern im Prinzip ist es ja total, total schade, dass genau die, die es können,
nicht bekannter und größer werden, weil die sind ja die, die es draußen richten können, die die Veränderung einleiten. Dass halt eben nicht mehr die Holzköpfe, die Makler, die draußen rumlaufen und mit falschen Preisen Aufträge reinholen, weil die ein bisschen agiler sind oder sonst irgendwas. Ja. Ist nicht so geil. Auf jeden Fall. Das müsste genau umgekehrt sein. Ich finde auch ein gutes Beispiel eigentlich, gerade mit diesem in die Öffentlichkeit gehen, bist eigentlich du. Gerade ich sehe es ja bei Social Media, auf deinen Social Media Kanälen, wenn du mal eine Werbung schaltest oder so, dann kommt hier natürlich immer ein, zwei, ich sag mal, Deppen, irgendwas mit, ja, wenn du doch so viel Ahnung hast, warum musst du dann noch Werbung schalten oder sonst was. Aber das blendet man ja komplett aus, weil so vielen Maklern, wie du schon geholfen hast oder wie du damit hilfst, das steht ja gar nicht in Relation. Erstens, es gibt aber noch einen ganz interessanten Punkt. Denn wenn man jetzt mal uns vergleichen würde mit anderen Coaches, dann sind wir auch organisch viel weiter. Also wenn man mal jetzt alle Coaches im Immobilienbereich vergleicht, haben wir die meisten TikTok-Follower organisch. Wir haben die meisten oder glaube ich zumindest Follower bzw. Abonnenten auf YouTube. Selbst wenn es das nicht wäre, haben wir aber dafür die meisten auf Instagram. Ja, so, also das zeigt ja auch, dass wir organisch, also Leute, die wirklich nach uns greifen, die wirklich nach uns reachen, die sich für unseren Content interessieren, was wir machen, im Verhältnis zu anderen, die halt ausschließlich Marketing, also Werbung bezahlen müssen, damit überhaupt irgendeine Sau sich für die interessiert. Ich sag's mal, wie es ist. Ja, ist ja auch so. Das ist der himmelweite Unterschied. Ja, also wir bekommen sehr viele unserer Kunden organisch, dadurch, dass wir guten Content liefern. Ich kenne da nicht so viele andere, die das so kontinuierlich durchziehen. Und ich kenne auch nicht andere Coaches, die einen Seminarraum haben für 50 Leute, ja, und die Kunden ins Büro holen, sondern die alle noch nach wie vor ein reines Online-Coaching anbieten und wo auch der Antreiber oder der Gründer des Ganzen wirklich die Kunden coacht, ja, und für die da ist und der wirklich also greifbar ist und anfassbar ist, da machen andere schon irgendwie eine ganz andere Arbeit. Und da muss natürlich da draußen sich jeder auch die Frage stellen, was will ich denn lieber? Also jemanden habe, der über 30 Jahre Erfahrung hat, der Vollgas am Start ist, der die Erfahrung mit einem teilt, der einem persönlich hilft. Und mir macht das nichts. Ich muss nicht irgendein weirdes Online-Coaching-Modell fahren, um meine Kunden. Wir gehen schon wieder in eine komplett andere Richtung. Persönlich, interaktiv, Dialog und wirklich Dinge, die funktionieren. Und wir haben es nicht einfach irgendein Konzept ausgedacht, wo die Absicht dahinter das reine Geld verdienen und skalieren ist. Und da muss man mal vielleicht ein bisschen hinterfragen, auch als Kunde, wen willst du denn eigentlich haben? Und warum erzähle ich das? Weil es ein wichtiger Punkt ist, herauszufinden, was will denn dein Kunde als Makler? Mhm. Was will der? Ist der bereit, zum Beispiel anstatt 3%, 6% zu bezahlen für den Makler, der wirklich ein geiles Produkt, ein Ergebnis, eine geile Dienstleistung liefert. Ja, und jemand, der rausgeht und der auch den Leuten hilft, der zeigt, wie Immobilienverkauf richtig funktioniert und so weiter und so fort. Ja. Ja, also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter und da sind wir wieder bei vielen Themen wie, was ist eigentlich die Absicht? Ist es nur Kohle verdienen oder ein bisschen mehr? Hm. Aber wie war das denn bei dir? Du hast ja auch irgendwann, du hast ja schon eine geile Dienstleistung gehabt und hast ja irgendwann gesagt, okay, ich gehe jetzt wirklich damit in die Öffentlichkeit. Wie war das denn für dich? War das für dich eine Hürde oder hast du einfach gesagt, ich weiß doch, dass mein Produkt schon geil ist, das müssen doch Leute erfahren, ich kann damit Leuten helfen? Absolut. Also ja, das war so. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch eins ganz klar sagen, dass man auch mit der Anforderung wächst. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ne? Also ich ganz genauso. Ich war vor ein paar Jahren auch noch ein anderer, also von meinen Gedanken, auch von meinen Inhalten, wie ich das Ganze transportiere, wie ich das rüberbringe, da hat sich auch viel verändert. Und das ist übrigens eine geile Challenge, das darf man auch nicht vergessen. Ne?
wenn du in einer anderen Liga spielst oder wenn du bereit bist, deine Firma auf ein neues Level zu bringen und bereit bist, sozusagen dich dieser Herausforderung zu stellen, dann ist natürlich das erste Video ein komplett anderes als das 1000. oder das 200. Video. Ja, also das ist total logisch. Mhm. Ja, und keiner fängt bei, ich habe es 200 Mal gemacht, an. Jeder fängt mit dem ersten Video oder mit der ersten Werbung oder dem ersten Ad oder dem ersten Flyer oder dem ersten Prospekt. Jeder fängt bei 1 an. Kleiner Tipp, die ersten 10 kannst du auch wegschmeißen. Fängst bei 11 dann wieder an. Ja, das kann man auch machen. Ne? So, oder vielleicht kann man auch sogar die ersten 20, 30 Sachen mal machen und dann wieder wegtun. Ne? Aber das Geile ist auch, also ich habe irgendwann mal meine Videos gelöscht oder auf privat gestellt. Ich glaube sogar auch gelöscht, weil ich es gar nicht irgendwie mir angucken wollte. Und ich würde es heute nicht mehr machen. Weil ich glaube, es ist auch schon geil, für die Kunden da draußen, die eigene Entwicklung zu beobachten oder zu verfolgen. Also es ist ja auch ein Prädikat. Mhm. Ne? Es hat ja auch was mit Qualität zu tun, mit auch Entwicklung. Die Kunden beobachten das und viele sprechen mich auch an, ne, und sagen hier, Mensch, boah, vor 5, 6, 7 Jahren, da warst du noch ganz anders und da hast du dich entwickelt. Aber das ist ja das Coole. Ne? Und ich geht ja gar nicht darum, sich selber zu feiern, sondern auch den Menschen da draußen zu zeigen, dass sich eine Dienstleistung entwickelt, dass sich das eigene Unternehmen entwickelt und mit dem entwickeln sich auch deine Kunden. Also das ist schon cool. Also das ist schon richtig, richtig zackig cool im Quadrat und macht auch unendlich Spaß, sich dann auch selber zu sehen und sich selber zu beobachten, was das mit einem macht. Übrigens auch das ist wieder, woher kommt Motivation? Ne? Movare von Bewegung, etwas in Bewegung bringen. Und auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel wieder Selbstvertrauen nimmst, vom Gelingen. Also das heißt, je mehr einem gelingt, je mehr fähig man ist, umso selbstbewusster wird man. Du wirst klarer, du sprichst die Dinge anders an, hast natürlich auch ein Training, wie bei uns jetzt oder bei euch, ne? Unsere Social Power Media ist ja die TikTok-Kurzvideo, Instagram, YouTube-Agentur. Und das ist halt auch schon ziemlich cool, wie man wieder da auch sich entwickelt und ja bei uns auch trainiert wird auf diese Dinge. Ne? Also das passt ja auch super geil. Ne? Auf jeden Fall. Also du weißt ja, wie ist denn das? Wie arbeitet man mit dem Kunden, um ihn dahin zu bringen? Also ich sage, es gibt immer einen Unterschied, also von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Als wir jetzt mit dir gestartet haben, da muss man nicht sagen, du warst ja vorher schon krass vor der Kamera, aber wenn jetzt ein Kunde kommt, der wirklich noch gar nichts mit Social Media zu tun hatte und der startet jetzt mit einem Instagram-Account zum Beispiel, da machen wir mit ihm wirklich Sprechübungen, machen erstmal trocken, also lesen die Skripte ganz, ganz oft, bis der Kunde sich so sicher, wie du sagst, der fühlt sich wirklich sicher mit dem, in dem, was er macht, weil er das jetzt 50 Mal gelesen hat, das Skript, und er weiß dann, okay, ich kann das jetzt. Und dann hat er natürlich eine ganz andere Performance. Und wenn wir jetzt mit einem Kunden 10 Videos gefilmt haben oder 150, beim 150. redet er ganz anders. Und dann sieht auch der Kunde, wie du sagst, er sieht seine Entwicklung und das macht ihn ja auch stolz. Und auch das Feedback, die Aufrufzahlen werden besser, das Feedback von der Community, die er sich aufbaut, also von den Followern, wird immer besser. Und das macht auch was mit einem. Also das sieht man auch. Da, irgendwann macht es dann Spaß, dann fängt man von selber an, Stories zu posten. Und dann geht es immer so weiter. Und ich denke, das ist generell einfach, wenn man eine geile Dienstleistung hat, dann hat man fast schon die Pflicht, das auch irgendwann nach außen hin zu tragen. Weil wenn ich jetzt ein Makler bin und ich weiß ganz genau, dass ich das geilste Produkt habe in meiner Region, dann wäre es doch unfair gegenüber für die ganzen Bewohner, wenn die jetzt ihre Immobilie bei einem, ich sag mal, Scheißmakler verkaufen müssen, wenn ich ja dieses geile Produkt habe. Aber die wissen ja gar nichts davon, also muss ich ja in die Öffentlichkeit. Genau wie bei deinem Produkt. Die Leute wissen es ja nur, weil du hast ein geiles Produkt und du hast geiles Marketing. Und die Kombination ist ja das Einzigartige. Genau, das ist der Punkt. Genau, und das Coole ist halt bei euch, das haben wir ja auch zusammen entwickelt, dass wirklich, ich glaube, wir sind die einzige Agentur, wo das wirklich exakt so abläuft, dass die Leute echt trainiert werden. Ja? Dass das eine ganz bestimmte Systematik hat. Man könnte fast sagen, das ist fast mehr Persönlichkeitsentwicklung.
kombiniert mit Social Media. Ja, genau. Ne, weil das ist wirklich, Persönlichkeitsentwicklung heißt ja Training, heißt Übung. Und das ist das, was wir da machen. Und wir sehen es ja bei den Kunden, wie die sich krass entwickeln, ne? Und krass weiterkommen. Also das ist einfach eine vollkommen coole Sache. Und es gibt im Prinzip nichts, was dagegen spricht, sondern ganz im Gegenteil, das Thema Sichtbarkeit, und damit können wir es eigentlich auch schließen, das Thema Sichtbarkeit ist Entwicklung. Es ist mehr persönliche Entwicklung als alles andere. Und jeder, der es macht, wird nachher besser sein als vorher. Also schreibe ich so. Genauso ist es. Cool. In diesem Sinne.